Also erstmal ist es faszinierend, dass man darüber nachdenken darf, was an einer bestimmten Stelle entsteht. Dass auch etwas von dem bleibt, was man tut. Dass man es begehen kann, dass man darin wohnen kann. Es ist schon was Faszinierendes, Spuren zu hinterlassen. Hohe Kunst und Kunterbuntes. In Frankfurt liegt alles nah beieinander. Die Stadt ist weltoffen, gemütlich und gigantisch. Hallo und herzlich willkommen nicht in Manhattan, sondern in Manhattan. Schön, dass Sie hier in Frankfurt mit dabei sind. Ich war total begeistert und ich dachte, das muss ich Ihnen zeigen. Warum? Naja, weil Frankfurt mehr ist als nur Banken, weil es mehr ist als Appleboy und Co. Es ist Lifestyle, es ist Kultur, es ist momentan total angesagt. Als einzige deutsche Stadt gehört Frankfurt zu den sogenannten Alpha Cities, ist also wirtschaftlich und kulturell weltweit ein Trendsetter und wird in einem Atemzug genannt mit Moskau, Toronto und Los Angeles. Und ich treffe heute in der Sendung noch ganz viele andere Leute. Genau darum geht's heute, um Europa. Thank you.